Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. TBV Lemgo gegen THW Kiel. Leider nicht das Osterwunder vom letzten Jahr, sondern die Pfingstniederlage von diesem Jahr. Woran hat es gelegen? Ja, wir haben, glaube ich, ganz gut gedeckt. Haben auch gegen die Abwehr gut angegriffen, aber haben den einen oder anderen technischen Fehler zu viel gemacht und haben vielleicht auch den einen oder anderen Wurf zu viel verworfen. Zwischendurch mal richtig nah dran gekommen, aber dann, wie gesagt, der ein oder andere sicherlich auch unnötige Fehler gemacht, ne? Ja, wir wollten hohes Tempo gehen und dann schleicht sich der eine oder andere Fehler ein. Das ist normal und deswegen, wir gehen heute trotzdem mit erhobenem Kopf vom Spielfeld. Wir sind sicherlich heute ein bisschen an uns selbst gescheitert, aber ich glaube, wir haben eine gute Saison zu Hause auch hingelegt und dann ist eine Niederlage gegen den THW Kiel zwar ärgerlich, aber nicht der Maßstab, wo wir jetzt die Saison mit bewerten sollten. Ein Heimspiel gibt es ja noch, da kann man ja Wiedergutmachung dann betreiben, ne? Ja, Wiedergutmachung klingt dann aber jetzt schon wieder doch relativ negativ und ich glaube, wir haben eine couragierte Leistung gezeigt heute und es war halt der THW Kiel und die sind nicht irgendwer, ja. Auch wenn sie dieses Jahr nicht so überragend gespielt haben, deswegen haben wir uns heute auch was ausgerechnet, aber trotzdem bleibt Kiel der Favorit, egal wo sie spielen und deswegen würde ich nicht von Wiedergutmachung sprechen, sondern einfach, wir haben dann ein letztes Heimspiel, das ist ein Derby und das wollen wir natürlich gewinnen, ja. Das nehme ich gerne so mit. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Lukas Serbe kann schon wieder lachen, obwohl Niederlage gegen THW Kiel. Aber gegen THW Kiel auch zu Hause zu verlieren, ist jetzt nicht die große Schande, ne? Ja, so sieht's aus. Also letzte Saison haben wir halt gegen Kiel hier zu Hause gewonnen. Das wollten wir eigentlich natürlich wiederholen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber ich glaube, wir haben uns wirklich komplett reingehangen und jeder hat den anderen unterstützt und man hat es auch an den Zuschauern gesehen, volle Halle und dann macht es natürlich auch Spaß, dann zu spielen, klar. Woran hat es gelegen? Zu viele leichte Fehler? Wir schmeißen vielleicht ein, zwei zu viele vorne weg. Also wir verwerfen auch ein paar freie. Ich glaube, in der Abwehr standen wir 60 Minuten eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Auch Vigio hat gut gehalten. Ja. Tempospiel hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können. Aber ich glaube, so ein, zwei Fehler waren halt vorne zu viel und das macht der THW Kiel halt nicht. Was macht es so schwierig, gegen den THW Kiel zu spielen? Ja gut, erstmal der Name, glaube ich, da hat man schon ein bisschen Respekt vor. Also vor allem jetzt ich als junger Spieler, aber das darf eigentlich jetzt kein großer Punkt sein. Und sie stellen natürlich eine kompakte Abwehr. Ob es eine 3-2-1 oder 5-1 da bei denen ist mit Duvniak vorne vor oder halt die stabile 6-0. Es ist halt schon schwierig, auch über den Block zu kommen. Und ja gut, ist halt der THW Kiel, ne? Ist halt schwer. Okay, danke schön fürs nette Gespräch und schöne Pfingsten. Danke ebenso. Okay, Lukas Nielsen, gerade noch mit den Fans gefeiert. Die haben auch ordentlich Alarm gemacht hier heute in der Halle. Ja, wir hatten viele Fans dabei heute und das war ein richtig schönes Gefühl für uns. Was hat den Ausschlag gegeben? Ihr habt ja eigentlich immer die ganze Zeit durchgeführt, maximal mal mit einem Tor nur. Ja, also ich finde, wir haben ganz stabil gespielt heute mit guten Torwarten, beide Landin und Wolf hat sehr gut gespielt und dann auch eine gute Abwehr mit Patrick und Dule in der Mitte. So, das war der Grund, finde ich. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Super.